Ich könnte das alles rausschneiden. Vor allem, weil meine Kommentare sich jetzt eh nur noch auf boah, ist das scheiße, boah, bin ich genervt, boah, 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 wabba, 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 beschränken lassen. Oder beschränken. Ja, shit, ich bekomme nicht mal mehr einen normal deutschen Satz zustande. Es ist einfach bäh, 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 bäh. Es liegt nicht nur am Spiel, ja, es liegt auch ein wenig an mir. Der Tag ist heute einfach so, dass es ist eigentlich kein Let's Play-Tag heute. Und ich tue es trotzdem, weil ich mir eigentlich dachte, heute Morgen, also vorhin, yay, heute habe ich richtig Bock, Marlen zu Ende zu spielen. Heute bringe ich es durch und dann kann ich ein neues Projekt beginnen und da freue ich mich drauf und yay, yay, hooray. Aber jetzt sitze ich einfach hier und merke, so fix geht das ja doch nicht. Und das geht mir extrem auf den Piss. Okay, einmal noch, dann haben wir's. Wo sind die denn? Hallo, ah, da. Hallo, Wache, ich werde hier von einem Dieb angegriffen. Schön, dass du nichts dagegen unternimmst. Dein Freund und Helfer. Haha. Wichser. Gut, gut. Yay, Beowulf pennt eine Runde. Marlene pennt auch eine Runde. Pennen wir doch alle eine Runde. Das Kampfsystem ist ja zum Einschlafen. Beowulf ist aufgewacht. Yay. Marlene ist tot. Nee, jetzt ist Marlene tot. Awesome. Interessiert mich ein Scheiß. So kann man ein Spiel auch in die Länge ziehen. Hat bestimmt sehr guten Eindruck beim Contest gemacht. Hätte man sich lieber darauf beschränkt, das Spiel kürzer zu machen, dafür aber die ganzen Rechtschreibfehler auszumerzen und auch die Technik Och, was will ich denn sagen? Mein Gott. Am liebsten würde ich das jetzt hier an dieser Stelle abbrechen und ein andermal weiter aufnehmen. Egal. La 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 la. So. Jedenfalls, was wollte ich gerade sagen? Hätte man das Spiel über Kürze gemacht und dafür auf die Rechtschreibung und auf korrekte Skripte geachtet, wäre das alles um einiges besser geworden. So. Jetzt habe ich den Satz sogar einigermaßen korrekt hinbekommen. Kann es losgehen? Ja, ja, ja. Komm, ja, ich folge dir unauffällig. Ja, wir bringen dich zu Cup Portal. Nix gegen Hafenmarlen. Weiter können wir euch nicht bringen. Alle anderen Häfen gesucht werden, wenn das nur gut geht. Bla, bla, bla. Los, steigt in dieses Fass hier. Damit können wir über das Meer tuckern. Trommel die Mannschaft zusammen. Wir setzen die Segel. Ja, ja, Captain. Du kannst mich mal gepflegt. Im Gesicht kratzen. Genau. Yay, Marlen. Mystisch verwunschene Insel. Mit Geisterpiraten, die nicht mit mir reden. Awesome. Hi. Stell die Ware in der Ecke ab. Verzeihung, aber ist es hier nicht ein Gasthaus? Das ist zugleich ein Lagerhaus. Natürlich, weil wir dieses Haus zu groß gemappt haben und es irgendwie dekorieren mussten. Ihr müsst wissen, dass wir hier nur wenig Platz haben und die Leute hier eher selten übernachten. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Zimmer für 10 Goldstücke haben. 10 Goldstücke für diese Absteige? Ihr könnt es euch überlegen oder sein lassen. Ja, wenn es sein muss. Wetten sind wir nicht so ganz bequem oder für preiswert. Ja, geht einfach die Tür nehmen an. Na, 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 na. Was? Keine getrennten Zimmer? Ach komm, reg dich nicht auf. In Langwasser haben wir alle in einem Bett geschlafen. Ja, ja, ich würde gerne unbeobachtet schlafen. Jetzt raus hier. Wir haben immer so das Recht, uns diesen Zimmer auszusuchen, wie du aussehen. Können wir nichts dafür, dass es einen Abstellkammer gibt. Mein Winger, kann irgendjemand gucken, während ich mich umziehe. Na, lass uns, du schläfst nackt. Blick des Todes, Zoom, Laserstrahl, Laserpunkt, fixiert Kopf, bla bla. Diesen Kommentar, dass wir verkneifen können. Nein, ich schlafe nicht nackt, ich schlafe in einem Blackscreen. Ha, 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 ha. Aus was bestehen diese Matratzen? Aus Erbsen? Ah, sie muss eine wahre Prinzessin sein. So, können wir jetzt einfach gehen, bitte? Geistersoldaten, lasst mich durch, danke. Niemand hält mich auf, sehr gut. So, jetzt müssen wir einfach durch den Wald, der das Spiel noch ein bisschen streckt. Dann haben wir laut der Karte nach es so gut wie geht geschafft, gute Deutsch. Meinst du nicht, dass diese Karte, die uns die Piraten gegeben haben, zu ungenau ist? Ich meine, es sieht aus, als ob die von einem... Mir fällt gerade nichts ein. Ach komm, Leute, spielen wir einfach das Spiel durch. Okay, erwartet jetzt keine hochwertigen Kommentare mehr von mir. Auch meine Zink sagt mir, dass du eine Karte, die du beim Würfeln gewonnen hast, nicht trauen kannst. Ach, was folgt mir einfach? Da kann gar nicht schief gehen, nein. La-di-da-di-da. Na toll, jetzt haben wir uns noch verlaufen. So viel dazu. So viel dazu, dass du weißt, wo es lang geht. Deine Schuldzuweisungen sind auch nicht gerade hilfreich. Ganz ruhig, ihr beiden. So weit können wir nicht gelaufen sein. Wir finden schon einen Weg.
Oh ja, Skelette. Echte, richtige Skelette, die gruselig sind. Nein! Einfach nein! Ich gehe jetzt. Nein, nein, nein. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf euch. Ich habe keinen Bock auf diesen Wald. Ich habe keinen Bock auf dieses gestreckte Spiel. Tut mir leid. Tut mir ernsthaft leid, Leute. Aber seht es nur mal positiv. Damit habe ich so viel Videomaterial, dass ich euch pro Tag sogar 2 stinklangweilige Parts hochladen kann. Yay! Ich glaube, die Map wiederholt sich. Lüb, cheaten, cheaten. Das macht Spaß. Ich steig einfach in den Brunnen. Na sowas, in Heilbronn, da können wir uns auffrischen. La 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 la. Yay, die Map wiederholt sich wirklich. Ist mir wurscht. Es ist mir egal. Ihr könnt mich jetzt gerne dafür steinigen oder sonst was. Ich habe keine Lust darauf. Absolut nicht. Ja, dann nimm doch mal anders auf, wenn du wieder bessere Laune hast. Ich habe gute Laune. Also halt die Fresse, bevor ich dein Haus anzünde und dir in die Ecke kacke. So. Aber dieses Spiel, es ist nicht mehr witzig, okay? Ich kann mich nicht darüber lustig. Okay, dieses Skelett bewegt sich nicht. Hier müssen wir wahrscheinlich durch. Also epischer Kampf. Yay, überhaupt nicht viele. Donnerschlag, bla, Schwerthieb. Okay, die halten nicht so viel aus. Und sie haben Unterhosen auf ihren Schwertern. Awesome. Ja, 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 ja. Ich möchte es einfach nur fertig bekommen. Ich möchte ein neues Maker-Projekt anfangen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich 50 Maps so sehr hinziehen können. Aber gut, wurden ja auch oft genug recycelt, ne? Zum Beispiel diese ganze Aktion mit diesem Kobold und dieser Suche nach der, dieser transsexuellen Freundin von Marlene. Das hätten wir uns alles ersparen können. Wirklich, das war einfach sinnlos. Wer seid ihr? Dieter von Bern. Noch eine von Dorians Hexen. Hilda. Ich hab sie gesehen, Vater. Ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Die kennst du nicht, Stelchen Zöberin. Ihres Gläschen habt schon genug Dauer über das Land gebracht. Einen Moment mal. Da gibt's nichts weiter zu bequasseln. Ich werde euch für eurer gerechten Strafe, bla bla. Doch bevor ihr sterbt, sollt ihr wissen, ich habe in die Ecke geschissen. Dass Hilda und Dieter von Bern, Ritter des königlichen Ordens, euch in die Hölle geschickt haben. Awesome Boss feigt einfach so random aus dem Nichts. Ihr macht einen gewaltigen Fehler. Ich tue genau das Richtige. Natürlich, ich greife randommäßig Leute an. Tja, würde Marlene nicht aussehen wie eine alte Kräuterwalli? Hätten wir dieses Problem nicht. Ich bin zu verwindet. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich erschlag sie einfach mit meinen Brüsten. Oh. Wenigstens werden die Gegner irgendwie immer einfacher. Das ist cool. Hat aber auch der Entwickler keinen Bock mehr. Hat sich gedacht, ach, Hauptsache lange Laufwege. Sinnlose Suchaktionen. Ist mir der alles in Ordnung, Hilda? Ja, Vater, es tut mir leid, wir waren nicht stark genug. Wir gehören nicht zu Darion. Genauso ist es, wir sind gekommen, um euch zu warnen. Ins Warnen, was habt ihr mit Darion zu schaffen? Das ist eine lange Geschichte, ich habe ihn befreit und jetzt wird er die Welt zerstören. Sorry, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr wisst nicht zufällig, wo es hier rausgeht? Folgt uns einfach, wir wollen nach Dior. Gerade eben wollten wir euch noch töten, aber jetzt könnt ihr mitkommen, weil ihr uns besiegt habt. Haha. Um die Horde von Intöten dieser Hexen zurückzuschlagen. Bitte verzeiht unsere voreilige Handeln. Als Zeichen der Wiedergutmachung werde ich euch alle heilen, weil ich das jetzt einfach mal so kann. Oh nein, 4 Skelette, 2 davon können auf Wasser laufen. Jesus! Oh nein, wir kommen zu spät, hier wurde schon angegriffen. Noch nicht, stellen wir uns auf. Hilde und ich stürmen die Stadt. Ganz alleine, weil wir ja so viel können. Ihr 3 Helden, die Skelettkrieger, findet sie daran, in die Stadt eindringen. Du kannst dich auf uns verlassen. Es ist ja alles überhaupt nicht randommäßig hier. Initiativschlag. Ey, Schwerthieb.
bla 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 bla. Ich frage mich, wie viele Videos das werden. Egal, sie bekommt jetzt... ist da gerade eins erschienen? Ist egal. Interessiert mich nicht. Ach nee, dahinter stehen nur noch welche. Die sieht man gar nicht. Ihr bekommt diese Videos jetzt alle hintereinander. Also sprich, kein Pokémon oder Mario dazwischen. Damit habe ich euch jetzt ja die ganze Woche über versorgt. Wahrscheinlich nicht. Es werden irgendwie immer weniger Videos, als ich das erwarte. Ah, naja. Auf jeden Fall, ein paar werden es schon werden. Vor allen Dingen viele sinnlose, aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Sag mal, erscheinen da immer mehr? Ja, es erscheinen immer mehr. Oh, ja, ja. Ist das geil. Macht voll viel Spaß. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Gar nichts. Ich trinke jetzt nämlich einfach mal einen Schluck Wein in meinen Mund, obwohl ich in letzter Zeit gar nicht so viel geredet habe, in den letzten paar Minuten, ziemlich trocken wird. Kann auch an der schwülen Luft liegen, die mir überhaupt nicht auf den Sack geht und überhaupt nicht meine Stimmung und Kommentarlust drückt. Nein, nein. Ich werde in Zukunft nur noch an regnerischen Tagen Let's Playen, ja. So werde ich das machen. Nicht. Marlene ist gefallen. Oh nein. Was soll ich jetzt nur tun? Was soll ich nur ohne Marlene tun? Ich habe sie ja so lieb. Vor allem, weil nur durch ihre Blödheit das ganze Abenteuer in die Länge gezogen wird. Wie oft habe ich jetzt in letzter Zeit gesagt, dass alles in die Länge gezogen wird? Ich weiß es nicht. Aber es ist mir auch egal. Oh, seht mal, diese Sets passen überhaupt nicht zusammen. Ach, hier gibt es die Knochengerüste. Umso besser. Dann kommt keine Langeweile auf. Nein, vor allem nicht beim Spieler. Ach, Marlene lebt ja wieder. Hurra. Da freue ich mich aber. Ja, und ich muss gleich aufstoßen vom Wasser. Ja. Ja, scheiß Kohlensäure. Ich will's nur durchspielen. Sterbt und haltet mich nicht auf. Es hat mich schlimm erwischt. Oh, au. Jetzt habe ich mir meinen Fingernagel abgebrochen. Diese Schmerzen. Sie sind unerträglich und... Da... Leide Höllenqualen. Sterbt, Unterhosenskelette. Sterbt, danke. Weh, jetzt kommt noch mein Kampf. Es wird ja nicht langweilig, nein. Das war der letzte dieser Knochenbrüder. Wie es aussieht, haben wir gewonnen. Ne, 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 ne. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Moment! Falsche Stimme. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Die Stadt wurde vollkommen zerstört. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Aha, ja. Die Stadt wurde nur vollkommen zerstört. So schlimm ist es nicht. Und die Mauern sehen aus wie aufgestellte Pappwände. Wir können von Glück reden, dass wir die Bevölkerung noch in Sicherheit bringen könnten. Warum tut Darion so etwas Grausames, weil er ein Dämon ist und das ein Rollenspiel ist? All diese sinnlose Zerstörung. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich auch nicht. Tatsache ist, dass der König unsere Hilfe braucht. Aber wir können nicht alle gehen. Für wen entscheidet ihr euch? Dieter von Bern oder für Hilde? Ich möchte die Hilde, auch wenn sie vorher noch Hilda hieß. Gut, Hilde, du gehst und hilfst den König. Hilde heißt übrigens auch ein Charakter in meinem Rollenspiel. Haha. Und jetzt werden alle denken, ich habe es aus Marland geklaut. Supi. Ich werde zurückbleiben. Wir können die Stadt nicht unbewacht lassen. Ich werde unseren Namen alle Ehre machen. Habt Dank für euer Vertrauen in mir. Meine magischen Zauberkräfte werden euch gute Dienste tun. Magische Zauberkräfte auch noch. Ja, ich dachte, unmagische Zauberkräfte, what? Yay, noch was zur Hölle ist das denn? Oh, da kommt ja der Tod. Oh nein, der böse, böse Tod. Was kann denn die Hilde? Der Brusthieb. Heilung 3, Drachenatem, Froststern. Schaut ja voll aus wie eine Magierin. Ritterschwert, Ritterrüstung, Ritterhelm, okay. Awesome, ja. Gehen wir einfach weiter. Ich versuche den Gegnern auszuweichen. Ich habe keine Lust darauf. Ja, ich könnte mich jetzt über die Bäume cheaten, aber dann werde ich geflamed. Yay, flamed mich! So. Oh nein, ein gefährlicher Dämon. Ah, die sehen wenigstens cool aus. Ich mag diese Dämonen. Auch wenn sie nicht zu dem Set passen, was hier eigentlich rumgeschwirrt ist, aber wurscht.